Ich sehe nichts. Ich mach mal Licht an. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Okay, und wie? Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Sehr gut. Und ich kann das ja auch noch trinken. Amicia, oh, diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen. Alter, jetzt hat er aber hier richtig Licht angemacht. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Warte, wir nehmen noch den ganzen Loot mit. Was für ein Phönix? Wo? Was? Oh, hier. Das ist der Loot Heaven, auf jeden Fall, Jojo. Lukas. Was ist das denn? Sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Okay. Was? Lukas. Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Kann er es denn fertigstellen? Können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Wäre schon schön. Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ja, das ist nicht irgendwas kaputt gemacht, was wir brauchen, getan, oder? Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Ja, ist richtig. Nur haben wir irgendwann ein Problem mit den Ratten. Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran. Vollende das Elixier. Ich halte sie zurück. Das glaube ich nicht. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkohol mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Mit was? Mit dem Vorhang? Mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also, was denn für ein Vorhang? Immer mit der Ruhe. War ich jetzt überhaupt richtig rum? Ah, das ist ein Vorhang. Der Vorhang, da ist es. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, das am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Okay. Lass uns mal eine Nase nehmen. Da ist ein Deckel drauf, da kann man nichts nehmen. Das, was am meisten stinkt. Also überall sind keine Deckel drauf. Bis auf bei dem. Dann nehme ich doch das hier, oder? Oh, oh Gott. Oh. Lukas, ich hab's. Steffen, bring es her. Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Das sollen sie doch machen. Gar kein Problem für mich. Das gefällt mir überhaupt nicht.
überhaupt nicht. Weiter, wir haben es fast geschafft. Ja. Alles gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Nichts verleugnen. Sie kommt zurück. Bin am Start. Alles gar kein Problem, Freunde, gar kein Problem. Hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Auf zu den Destillierapparaten? Wer löscht hier was? Hier wird nichts gelöscht. Lukas, pass auf! Verzieht euch! Gebt auf! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die Arbeit! Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Manchmal hört sich das aber nicht so an. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, Lukas, pass auf. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen wir Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los. Alter, das ist aber auch gar nicht stressig. Wie viel habe ich denn noch? Ich muss noch ein paar Dinge machen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Okay. Sofort. Okay. Wir bringen dich zurück. Aber dann lauf auch mit. Du Scheiße. Nein, nein, jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, was du tust, aber mach schnell. Ich halte dich zurück. Deine Hände, Lukas. Der Name ist. Erwecke es zum Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob ich dich stoppen kann. Lukas, du musst dich beeilen. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Ich höre sie. Oh, ich schaffe es nicht. Oh, fuck. Lukas, aber rechts. Ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Was ist denn jetzt los? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir... Was passiert denn? ...dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Was ist das für ein Zauberelixier? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Lol. Zumindest wissen wir jetzt... Wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Das heißt also, Hugo hat irgendwas in sich, wie er die Ratten eventuell kontrollieren könnte. Also, wird doch immer wahrscheinlicher, oder nicht? Also... Sie sind da? Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Aber auch nur dank der Mami, die die ganze Vorarbeit gemacht hat. Das darf man überhaupt nicht vergessen hier, hallo? Und vor allen Dingen werden wir wahrscheinlich noch unsere Mutti befreien wollen. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Oh Gott, der hey, sieht nicht gut sieh aus. Sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Es könnte vielleicht Sehr aber auch gut. schon zu spät sein. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia, werden wir Mama nie wiedersehen? Oh... Hugo, du weißt doch, sie kommt nicht wieder. Nein,
Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Okay. Ja, ich habe das böse Ahnung. Kapitel 13, Buße. Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Ich hab mir gedacht, Hugo ist weg. Er ist auf dem Weg zur Mama. Hugo! Hey! Wo steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Das geht nicht gut aus. Oh nein. Er ist weg. Das ist gar nicht gut. Wobei, spielen wir den jetzt? Ach nee, doch nicht. Ganz langsam. Ganz langsam. Anhalten. Weiter. Hugo! Also, jetzt ist. Kann er nur hin sein? Er will zu Mutti. Denk nach, Amicia. Denk nach. Er wird es mitbekommen haben. Also. Also, ich meine, er hat es. Ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid Was? Ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür. Ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Also ich würde jetzt mal stark behaupten... Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Sie träumt oder so? Ich weiß es nicht. Also ist es jetzt wirklich das Dorf? Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Hä? Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Er ist gestorben. Er vergisst sich so leicht. Aber zu leben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, okay. Da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Ich sag ja, wir sind in so einer Traumwelt. Mutter? Amicia, komm Wir sind definitiv ja, in irgendeiner Traumwelt. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sie selbst. Hugo, alles gut? Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Was? Lass mich in Ruhe.
Hugo. Wo bist du? Ich, was? Lass mich raus? Was? Wieder Englisch? Was? Hallo? Wo bist du? Das ist er. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Die Schnauze. Du kriegst jetzt hier erstmal hier eine von links und du kriegst noch eine von rechts. Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Können wir jetzt denn eigentlich... Sie hat keine Schmerzen, wo sie zurück? Jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Also nach Hause? Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ja, aber wir laufen, glaube ich, dafür falsch. Also, Chateau geht doch in die andere Richtung, oder täusche ich mich? Mama? Amicia, das ist Mama! Was? Es kommt von da drüben! Wir müssen gehen! Nein, du gehst da nicht hin! Aber warum? Lass mich los! Hugo! Ich komme, Mama! Komm zurück! Hör doch auf! Bleib doch hier! Mama, wo bist du? Nein, Hugo! Sie ist da drin! Mama! Hör auf, das ist sie nicht! Nein! Nein! Das ist doch auch weiter. Also ist jetzt auch nochmal ein Traum, oder was? Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama Hugo! Fuck, was ist denn hier passiert? Haltet den Mund, lasst mich gehen! Ich habe es für ihn getan und ich werde euch wieder töten! Ich werde euch alle töten! Nein! Nicht sie! Nein! Hugo, bist du das? Da kommt jemand! Ich bin Hugo! Mama! Nicht bewegen! Ich komme! Aus dem Weg! Lass mich durch! Was passiert hier? Komm her! Das ist doch kein Ort für ein Kind! Fass sie nicht an! Wo ist deine Schwester? Nein! Hugo! Mein Schwester? Weg von ihr! Ich höre jemanden! Es ist niemand da! Gehen wir zu deiner Mutter. Alles klar. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden Du Scheiße. Was passiert? Ich bin Blutlinie. Kapitel 14. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ein kleiner Geheimgang. Oh, wir spielen Hugo! Juhu! Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Was hat dir wehgetan? Was können wir jetzt hier machen? Oh, mein Kopf! Hört auf! Was passiert mit uns? Okay. Okay. Also wir gehen jetzt auf die Suche nach... Die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Nach Mutti? Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Ja. Oh Gott, wo geht denn der jetzt hin? Der kommt jetzt aber nicht hier hin, oder? Scheiße, er kommt hier. Dreh dich nach da. Also, nicht... Ja, genau. Genau so. Ja.
Das haben wir geschafft. Oh, das war gar nicht mal so schlecht von mir. Das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Ja. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Nein. Also muss ich ihm hinterherlaufen. Lalala. Oh, warte. Ich wollte niesen. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent. Die Qualität ist exzellent. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität. Ja, nun, geh doch weg. Gerade geknackt im Öhrchen. Na, warte. Da drüben ist noch einer. Nein, verstecken! Ich kann Flaschen kaputt machen. Das war mir neu. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier richtig alles mache. Vorsicht! Tschüss! Okay, das war, glaube ich, gut. Gar nicht so schlecht. Gott sei Dank musstest du niesen und bist mit Hugo nicht weitergelaufen. Auch geil. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ja, 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 ja. Ich hoffe, er dreht sich nicht um. Also, ne, der ist mit seiner Arbeit beschäftigt. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn... Den habe ich gar nicht gesehen. ...produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mängel an dem... Ich hab keine Angst, keine Angst. ...und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Ach, scheiße, ich muss da vorbei. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Ach doch, mit ihm musst du nicht unterwegs sein. Komm schon, sei mutig. Ja, ich bin mutig. Ich bin mutig. Ich laufe ihm hinterher. Tschüss. Okay, du bist noch da. Du läufst in die andere Richtung und ich kann jetzt hier hoch und so. Okay, cool, 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 cool. Als ob die das nicht raffen, dass hier ein kleiner Junge langläuft. Keiner hat dich gesehen. Wie Mandy. Dann gehen wir hier unten lang. Warte, warte. Hohohoho, das war gar nicht so gut. Kommt hier gleich nochmal so eine Rauchschwarte, damit ich... Jawohl. Verfluchter Episanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Scheiße. So kann ich nicht mehr vorbei, ne? Das geklappt hat. Ist ja mehr Glück als Verstand, aber ist okay, ich nehm... Oh. Fuck. Okay. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Vitalis? Der Inquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ja, du, es ist nicht so wichtig, der Erzbischof. Es ist alles gut. Die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Ja, ja. Oh, oh. Mein Gott. Erschreck mich doch nicht so. Psst. Mama, wo bist du?
Sneaky, sneaky, sneaky. Okay, okay, okay. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Ja, das wird er nicht, wird er. Oh, scheiße, er wird's. Okay, tschüss. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und lieteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter! Sie sprechen über mich. Okay, okay. Alles hier sind. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute. Was mein Geist ja nicht sein, oder? Nun, dann sehen wir nach. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Oh Gott, das war so niemand in Sicht. Fucking knapp. Naja. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Das ist alles klar. Aber wie können wir sicher sein? Gar nicht. Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie. Ey, das ist aber auch gerade. Ich bin. Oh, ein bisschen angespannt. Mama. Fuck. Das ist gar nicht gut. Warum bin ich denn hier reingegangen? Kannst du woanders hingehen? Also weg von hier? Okay, warte. Dann müssen wir einen Trick 17 machen. Trick 17 ist. Wir sneaken hier rein. Warten, bis der Boy darüber geht. Und jetzt gehen wir hier einfach durch. Oh. Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Was? Wo? Also, wir sind noch nicht ansatzweise am Ziel, oder doch? Oh. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir unten, wo dieser Erzbischof war? Sie ist am Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Ja, und wo geht's weiter nach unten? Hier? Hallo? Oder hier? Nein. Ey, wenn ich jetzt den falschen Weg gelaufen bin und ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung, richtig? Ich muss in die andere Richtung. Benni, du machst das sehr gut, muss ich echt sagen. Ich bin 1000 Mal gestorben und habe Hilfevideos auf YouTube geschaut, um manche Passagen zu schaffen. Echt? Also, bis dato geht's, aber es ist komplett. Also, ich bin angespannt ohne Ende. Oh Gott. Hier ist einfach alles so groß. Ja, ist es. Da sagst du was. Ja, keine Ahnung. Ja, ich will mir den nicht angucken. Es scheint der Erzbischof zu sein oder der Inquisator-Typ. Weiß ich, wie. Oh, was? Cutscene, oh, okay. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut, sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsieur Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel.
Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allein, schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Was? Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Das wollen wir aber nicht. Fort. Alter, der Arm und der... Oh, dasselbe Einstichloch da. Also ist doch... Was ist denn mit euch nicht richtig? Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Wer? Wer ist er? Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Okay, also müssen wir ihm folgen.